over Bavaria, dann sind bereits alle Pferde in den Boxen. Das ist jeden Moment der Fall. Moon over Bavaria kommt in diesem Moment heran. Der bleibt aber zunächst mal stehen an der Startmaschine. Also, Moon over Bavaria und Arroy, alle anderen sind startklar. So, jetzt geht Moon over Bavaria hinein, Arroy auch. Alle Pferde sind jetzt in den Boxen und die haben sich soeben geöffnet zum ersten Pferdchentrierennen des Tages. Drittes Rennen, das Feld ist hier zum ersten Mal in der Gegenseite und Moon over Bavaria hat hier an der Innenseite sofort die Spitze übernommen. Bringt das Feld zum ersten Mal Ende gegenüber vor Peseta, dahinter Arroy in dritter Position. Vip ist dann innen in vierter Position vor Holgersson. So geht es in den ersten Bogen hinein. Die Spitze bei Moon over Bavaria vor Arroy, dahinter ist der Schimmel Peseta an der Innenseite auf dem dritten Platz. So geht es vorne dicht geschlossen gleich zum ersten Mal die Gerade herauf. Arroy in der Mitte hat den knappen Vorteil vor Moon over Bavaria, dahinter Peseta an der Innenseite vor Pitz Moritz, dahinter ist Holgersson in der Bahnmitte ebenfalls mit dabei, vor Vip, dahinter Fly and Win, etwas zurück, Sweet Devil gemeinsam mit Dream and Blue am Schluss des Feldes. Es ging zum ersten Mal am Ziel vorbei, die Spitze bei Arroy. Arroy bringt das Feld durch den nächsten Bogen vor Pitz Moritz in zweiter Position. Dahinter ist Moon over Bavaria auf dem dritten Platz vor Peseta an der Innenseite. So geht es zu Beginn gegenüber. Arroy ist vorne vor Pitz Moritz. Die beiden haben sich abgesondert auf ungefähr 3-4 Längen zu Moon over Bavaria. Dann kommt an der Außenseite Vip mit nach vorne. An der Innenseite ist Peseta mit dabei. Dann schon viel Platz zu Holgersson vor Fly and Win. Und die anderen sind weit am Schluss des Feldes. Arroy Ende gegenüber, bringt das Feld jetzt in den Schlussbogen hinein. Arroy ist voraus mit ungefähr 2 Längen zu Pitz Moritz. Arroy, Pitz Moritz, Moon over Bavaria bleibt mit dabei und an der Innenseite kommt, wie gesagt, Peseta, die ist im vorderen Feld mit dabei, aber vorne, die haben sich abgesondert. Arroy an der Innenseite ist klar voraus. Bringt das Feld jetzt in die Gerade. Arroy ist an der Spitze. Arroy, es kommt Peseta. Arroy, Peseta, Moon over Bavaria kommt wieder. Arroy, Moon over Bavaria mit Peseta. Peseta, Moon over Bavaria. Peseta, 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 Arroy. Peseta gewinnt. Peseta gewinnt vor Moon over Bavaria. Dahinter Arroy auf dem dritten Platz vor Fly and Win. Und dahinter dann Vip mit Pitz Moritz und dann Holgersson und Sweet Devil und schließlich Dream in Blue. Liebe Zuschauer, die Rennleitung gibt bekannt, dass sie den Ausgang des Rennens überprüft. Bitte werfen Sie keine Wettscheine weg. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens. Hier ist die vorläufige, ich betone vorläufige, Platzierung im dritten Rennen. Preis von Longines bei Juwelier Wente. Es siegte mit der Programmnummer 3 Peseta. Auf dem zweiten Platz die Nummer 8 Moon over Bavaria und auf dem dritten Platz die Programmnummer 1 Arroy. 3-8-1 vorläufig im dritten Rennen. Ja, dann sind wir mal gespannt auf die Entscheidung der Rennleitung, aber vorläufig gratulieren wir, glaube ich, und applaudieren vielleicht allen Teilnehmerinnen natürlich, aber auch der Programm Nummer 3, Peseta und der Reiterin aus Norwegen, Dina Heggum. Gratulation und vielen Dank an alle für dieses tolle Rennen. Pferde jetzt in den Boxen und der Start ist erfolgt. Start zum vierten Rennen.
an der Innenseite Magnified, in der vorderen Linie mit Jokund an der Außenseite. Jokund mit Magnified, das sind die beiden vorderen Pferde. In Verhalten, im Tempo bringt hier Magnified das Feld zum ersten Mal am Ziel vorbei vor Jokund. Dahinter einige Längen zurück, Earl of Heaven in dritter Position und ein weiterer Abstand zu Golden Horse auf dem vierten Platz. Dann sieht man Avio und Power Primus am Schluss. Am Schluss Ahamera. Eben habe ich gehört, dass ein Pferd reiterlos geworden ist. Da ist ein Reiter runtergefallen. Magnified ist reiterlos geworden. Das Pferd läuft vorne mit reiterlos. Das ist nicht ganz rum. Also wir machen jetzt drüben weiter. Jokund hat die Spitze natürlich dadurch alleine jetzt. Jokund hat die Spitze vor Earl of Heaven in zweiter Position. Dahinter ist dann viele Längen zurück. Golden Horse auf dem dritten Platz vor Power Primus an der Außenseite. Dahinter ist Avio. Am Schluss weit zurück immer noch Ahamera. So kommt das Feld gleich zum zweiten Mal die Gerade herauf und geht dann natürlich noch einmal herum. Das reiterlose Pferd ist hier mit dabei. Bitte nicht zu arg anfeuern, liebe Zuschauer. Jetzt bitte ein bisschen ruhig bleiben. Die Spitze hier weiter bei Jokund. Wir machen ein bisschen leise jetzt, dass das Pferd nicht verrückt wird. Jokund also vorne vor Earl of Heaven, so geht es in die letzte Runde. Jokund, bitte ein bisschen ruhig bleiben, liebe Zuschauer, nicht anfeuern. Jokund also weit voraus vor Earl of Heaven, dann Avio in dritter Position vor Golden Horse, dahinter Power Primus, am Schluss weiterhin Ahamera. Da hat sich also an dieser Reihenfolge nichts geändert. Zu Beginn gegenüber, zum letzten Mal, hat Jokund weiter die Spitze, weit voraus vor Earl of Heaven. Avio ist Dritter. Die hinteren Pferde kommen jetzt mit nach vorne. Ahamera macht Bodengut und Golden Horse macht an der Innenseite Bodengut. Aber Jokund bringt das Feld weit führend Ende gegenüber, gleich in den Schlussbogen. Jokund ist an der Spitze vor Earl of Heaven mit Avio. Keine Veränderung hier. Die Pferde im Schlussbogen. Jokund weiter vorne vor Earl of Heaven. Jokund, Earl of Heaven, Avio. Dahinter Ahamera jetzt auf dem vierten Platz, macht Bodengut, aber der Weg ist noch weit. Die Pferde sind gleich im Einlauf. Jokund ist weiter an der Spitze. Jokund mit Earl of Heaven. Jetzt kommt Ahamera und macht Bodengut an der Innenseite, aber da kommt auch Earl of Heaven. Jokund, Earl of Heaven, Ahamera an der Innenseite. Avio ist auch dabei. Da ist das reiterlose Pferd, aber Jokund, Jokund, Jokund mit Avio. Jokund, Avio, Jokund, Jokund schafft es vor Avio. Dritter Ahamera, dann Earl of Heaven vor Power Primus und Golden Horse. Und wir haben die vorläufige Platzierung im vierten Rennenpreis von TÜV Süden. Ausgleich 4. Fechendrie über 2500 Meter. Es siegte mit der Programmnummer 6 Jokund. Auf dem zweiten Platz die Nummer 3 Avio. Und auf dem dritten Platz die Nummer 2 Ahamera. 6-3-2 im vierten Rennen. Am Start eingetroffen und es ist der Badenia-Kurs über 3600 Meter. Preis der Inter-Versicherungsgruppe.
Und der Start ist bereits erfolgt. In der Gegenseite, in linke Richtung, ist der Start erfolgt. Und Sekundant hat hier fachmännisch sofort die Spitze übernommen vor Della Hinalet. Und an der Innenseite galoppiert Pix Milan. So ging es über die erste Hürde. Am Schluss liegt jetzt Della Hinalet. Es geht jetzt hier in den ersten Bogen und auf den Wassergraben zu. Der wird nur einmal gesprungen, die Spitze bei Sekundant vor Pix Milan und Audiencia in dritter Position. So geht es über den Wassergraben Pix Milan, Audiencia. Dahinter ist jetzt Special Mix aufgerückt in dritte Position vor Usuri, dann Sekundant, der hat Boden verloren. Es geht jetzt auf einen schweren Sprung zu in der Diagonalen, alle glatt hinüber. Pix Milan an der Außenseite mit Audiencia, das sind die beiden Vorderen. Dann eine kleine Lücke zu Special Mix vor Usuri und dahinter dann Sekundant an der Innenseite. Am Schluss galoppiert Della Hinalet. Es geht jetzt in die Diagonale auf die Hecke und dann auf die Mauer zu. Audiencia hat jetzt alleine die Spitze übernommen vor Pix Milan. So wird der nächste Sprung gleich angeritten. Audiencia, Pix Milan, dann Special Mix. Der nächste Sprung, auch hier alle glatt hinüber. Jetzt die Mauer von der Seite, später nochmal von der anderen Seite. Also Audiencia vorne vor Pix Milan, Special Mix, Usuri. Dann Sekundant, am Schluss Della Hinalet. So geht es gleich in den nächsten Bogen. Audiencia, keine Veränderung vorne an der Spitze. Audiencia, Pix Milan, die ersten beiden. Dahinter Special Mix auf dem dritten Platz vor Usuri. Etwas weiter zurück, Sekundant. Und dahinter Della Hinalet. Jetzt die Hürde in der Gegenseite und dann die nächste Diagonale. Audiencia springt vorne. Pix Milan zweiter, Special Mix dann auf dem dritten Platz. Jetzt der nächste Sprung, Audiencia, hier ist klar vorne vor Pix Milan. Auch hier alles klar am Sprung, weit voraus Audiencia. Bringt das Feld auf den nächsten Sprung zu, der Hochweitsprung. Alles klar, alle hinüber, Audiencia weit voraus. Pix Milan zweiter, dahinter Special Mix. Die drei haben sich etwas abgesondert von Usuri, der galoppiert dann in vierter Position vor Sekundant. Und Della Hinalet am Schluss des Feldes. Es geht jetzt die Gegenseite entlang. Da stehen zwei Hürden an. Und dann geht es hier wieder auf die Mauer zu. Die Mauer ist dann der drittletzte Sprung. Aber erstmal hier gegenüber zwei Hürden. Audiencia, Pix Milan, Special Mix. Die drei vorne über die nächste Hürde. Auch hier alles klar. Alle glatt hinüber. Audiencia, Pix Milan, Special Mix. Dann weit zurück. Naja, nicht ganz weit, aber etwas weiter, 7-8 Längen zu Usuri, dann Sekundant und dann Della Hinalet. So, es geht hier jetzt gleich am Ziel vorbei auf die Mauer zu und dann kommt noch die Hecke und dann die Hürde in der Geraden und dann geht es Richtung Ziel. Also es sind noch drei Sprünge zu absolvieren. Die Pferde kommen hier jetzt von links auf das Ziel zu und auf die Mauer von der vorderen Seite unter weiterer Führung von Audiencia, die 1 ist vorne, Audiencia, Special Mix macht Boden gut in lauer Position, aber Audiencia ist weiter vorne, die Mauer, Audiencia, Pix Milan, Special Mix, Sekundant hat eben die Mauer berührt mit den Hufen, aber alles klar, aber Sekundant kommt da überhaupt nicht weiter, die Pferde im vorletzten Sprung und Audiencia ist weiter vorne, auch dieser Sprung wurde von allen glatt genommen, Ende der Gegenseite, zu Beginn des Schlussbogens, Audiencia vorne, löst sich etwas weiter von Special Mix, der hat, wie gesagt, Boden gut gemacht, ist zweiter jetzt vor Pix Milan. Es geht auf den letzten Sprung zu, Audiencia ist hier klar voraus eigentlich, 4-5 Längen, deutlich an der Spitze. Audiencia, letzter Sprung auf der Flachen mit Special Mix in zweiter Position. Audiencia gewinnt hier, wie sie will. Audiencia gewinnt das Jagdrennen. Audiencia gewinnt vor Special Mix und oder vor Pix Milan. Pix Milan wird zweiter vor Special Mix und dahinter Della Hinalet vor Sekundant. Der hat sich ein bisschen wehgetan, glaube ich. Und dann Usuri. Aber alle glatt über den Kurs gekommen.
Da haben wir noch einmal die Siegerin, Audiencia, Programm Nummer 1, geritten von Zach Baker aus Großbritannien. Applaus für ihn und alle Teilnehmer hier im Jagdrennen. Und wir haben die vorläufige Platzierung, danke Sascha, die vorläufige Platzierung im 7. Rennen, dem 3. und letzten Wertungslauf hier für die Fashionry im Preis der Interversicherungsgruppe über Badenia-Kurs 3600 Meter, siegte die Programm Nummer 1 Audiencia. Auf dem 2. Platz die Nummer 7 Pix Milan und auf dem 3. Platz die Nummer 3 Special Mix. 1-7-3 im 7. Rennen. Ja, vielleicht nochmal einen Applaus. Hier sehen wir den Sieger jetzt auch mit der Schleife, mit der Siegerschleife. Zach Baker und Audiencia. Und der Start ist bereits erfolgt. In der Gegenseite, in linke Richtung, ist der Start erfolgt. Und Sekundant hat hier fachmännisch sofort die Spitze übernommen vor Della Hinalet. Und an der Innenseite galoppiert Pix Milan. So ging es über die erste Hürde. Am Schluss liegt jetzt Della Hinalet. Es geht jetzt hier in den ersten Bogen und auf den Wassergraben zu. Der wird nur einmal gesprungen, die Spitze bei Sekundant vor Pix Milan und Audiencia in dritter Position. So geht es über den Wassergraben Pix Milan, Audiencia,